Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Blamieren oder Kassieren. Heute mit dem FC Augsburg die zweite Episode, nachdem wir in der letzten, mit dem FCA ausgeschieden sind. In der zweiten Runde heute also der nächste Versuch und wir wollen natürlich ins Finale des Goldpokals einziehen mit dieser Mannschaft. Die hat sich null verändert im Vergleich zum letzten Mal, immer noch die gleichen Spieler in der Startelf und wir schauen einfach mal, ob das Ganze heute eventuell ein bisschen besser funktioniert und starten rein. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr den FC Augsburg richtig gerne mögt. Nicht vergessen, für den Daumen nach oben könnte der FCA am Ende der ganzen Serie nochmal einen Bonus erhalten, denn das meistgelikte Team kriegt nochmal extra Cash obendrauf. Die erste Chance habt ihr gerade gesehen, die zweite folgt zugleich voll in der M16er mit seinen Ballrollen, ein bisschen zu überheblich. Dann aber verhakt mit dem Versuch, der Ball geht direkt in die Arme des Keepers, war allgemein brasilianisches Team, sah nicht so stark aus und es wurde immer enger für den Gegner. Die Chancen wurden immer größer, aber noch stand es 0:0. Wir müssen schon kurz vor die Halbzeit springen, bis wir die nächste Chance sehen. 7 Schüsse, 3 aufs Tor beim Gegner, 2-1 aufs Tor, 61% Ballbesitz. Es roch nach Führung irgendwann und dann kam sie auch. Raúl Bobadilla, Finesse-Schuss in die lange Ecke, 1:0. Richtig schönes Tor, 59. Minute, der Führungstreffer für unsere Mannschaft und genauso will man das doch sehen, die Fans aus dem Häuschen und genauso möchten wir das ganz gerne haben. Piotr Trochowski mit dem nächsten Versuch aus der Distanz, allerdings, der nicht ganz so erfolgreich. Wir machen weiter, Markus Vollner, was für ein schönes Tor, 83. Minute, unglaublich geniales Teil von unserem zentralen Mittelfeldspieler, ehemaliger, ich weiß gar nicht, wo er gespielt hat, ich glaube sogar mal bei Bayern, bei Köln, ich habe keine Ahnung, es war Ottel. Ich weiß nicht, wo vorhin aber gespielt hat, aber das Ding hat er von ganz, ganz weit unten aus seinem Fuß geholt. Wunderschönes Ding, 2-0 Sieg also. Wir kommen in die nächste Runde und sind damit schon mal genauso weit wie beim letzten Mal. Spielen gegen dieses Team im Tor Leno davor. Boateng, Chiellini, Abate, Alaba, Lahm, Pereira, Marquisio, vorne Dybala und Cuadrado. Ich glaube, Douglas Costa auch. Ich habe auf der linken Seite nicht ganz gesehen. Erste gute Chance, Trochowski an den Pfosten des gegnerischen Gehäuses. Und danach war es auch schon vorbei, denn nach diesem Lupfer, das geht, dass der Reingang wäre, bricht er einfach ab. Weil die Verbindung bricht ab. Dementsprechend wird das nicht gewertet, abgesehen vom Rage Quit. Den bekommen wir trotzdem mit 0-0-Spiel, also 50.000 aufs Konto. Haben dann das nächste Spiel gegen Informadoris und Inform Bruno, allgemein BVA-Team. Und auch da geht es wieder relativ gut los. Trochowski an den Pfosten, das zweite Mal hintereinander, gerade per Freistoß. Diesmal per Longshot nicht erfolgreich. Ja, wir versuchen es weiter. Andere Seite, Carlos Vela. Oh, das sieht nicht gut aus im G16er. Er macht es 1:0. Ganz, ganz einfach durch unsere Verteidigung durchgegangen. Und natürlich kein Problem für die Mexikaner, dieses Ding reinzumachen. Führungstreffer also für unseren Gegner. Wir müssen zurückkommen. Wir wollen nicht wieder in der zweiten Runde rausfliegen. Und genau das versuchen wir auch. Ne? Das ist Raúl Bobadilla. Und das ist der nächste Versuch. Die anschließende Ecke kommt in die Mitte. Bobadilla kommt im 16er nicht an den Ball, aber Vollner außerhalb. Und der macht das 1:1. Zweites Tor von Vollner in dieser Episode. Und der zweite Longshot. Richtig schönes Ding. Gegner versucht direkt wieder nach vorne zu kommen. Kriegt hierfür einen Freistoß. Keiner weiß warum. Flanke kommt. Aduriz ist Kopfball stark wie Sau. Und Hitz ist chancenlos. 2:1 für den Gegner. 11 Minuten durch. Wir haben schon 3 Tore gesehen. Na, das ist ja mal ein vielversprechendes Spiel. 20 Minuten durch, der Gegner wieder vor dem gegnerischen Kasten, wieder eine gute Chance, diesmal ist jetzt aber da und wehrt diesen Schuss ab, nochmal Aduriz kurz vor der Halbzeit, aber auch dieser Schuss abgewehrt von Marvin Hitz und dann die andere Seite, Finn Bogason mit der Flanke auf Bobadilla, der versucht Volley, aber das sah nur schön aus, war nicht effektiv, die anschließende Ecke, Güllewö haut ihn aber auch über den Kasten mit seinem Kopf, wir haben es aber trotzdem nicht auf, versuchten es weiter nach vorne, Bobadilla mit dem Kopfball wird abgeräumt. Es sollte wohl noch nicht ganz sein, aber Bobadilla mit der nächsten Chance im 16er. Da ist Altintop, da ist Finn Bogason. 2:2, Freunde. Es ist so einfach manchmal, die Dinge fallen einem einfach in den Schoß und es ging weiter mit Vollner, der nächste Distanzschuss von ihm. Diesmal wieder per Volley knapp vorbei. Der ist richtig gut, diese Silberkarte. Kann ich nur empfehlen. Zweite Halbzeit geht los und Hitz muss direkt mal eingreifen. Andere Seite, wieder Markus Vollner, sehr aktiv. Der Ball auf Staphylidis, der ist im 16er. Aber der Schuss vom Griechen doch etwas ungefährlich. Bayer zurückgelegt auf Altintop. Wir sind bereits in der 67. Minute, aber der Türke verzieht. Und auch in der nächsten Szene sieht er wieder nicht so glücklich aus. Finesse-Schuss gehalten. Naja, wir versuchen trotzdem weiter. Gegner kriegt den Ball nicht ganz hinten raus. Da ist Piotr Trochowski an die Latte. Es soll nicht sein. Trochowski dreimal Aluminium in 2 Partien. Nächste Szene, Finn Bogason. Und wieder eine kranke Parade. Also irgendwie wollte der Ball nicht ins Tor. Und auch in der 90. Minute nochmal eine klasse Parade vom gegnerischen Keeper. Und noch eine zweite hinterher. Ja, der Ball ging nicht ins Tor. Nochmal eine Chance. Wieder 90. Minute abgefälscht. Es gab nochmal einen Eckball, der reingebracht von Ragnar Klavan, unserem Innenverteidiger, auf den Kopf von Güllewö. Und wieder eine klasse Parade und wieder Aluminium. Irgendwas, wurmte mich da. 112 Minuten durch Kajubi eingewechselt. Der Pass auf Chukwul und der macht den rein. Natürlich heißt er nicht Chukwul, sondern Kuchul oder Yachulku oder wie auch immer. Und er macht das 3:2 und hat die nächste Szene ebenfalls wieder. Cool!
Und das 4-2. Ein bisschen Voicebreak ist aber egal. Wieder der wunderschöne Longshot, nochmal 75.000 aufs Konto drauf. Das lief hier richtig, richtig gut jetzt in der Verlängerung. Und es wurde sogar noch besser, denn Carlos Tevez vergibt die Riesenchance für die Gegner. Hits mit einer klasse Parade. Wir kriegen richtig Asche für dieses Spiel und gewinnen mit 4-2. Ziehen also einen in die nächste Runde, haben es geschafft. Und in der nächsten Runde geht es gegen den nächsten relativ schwierigen Gegner. Übrigens 27 Schüsse und 14 aufs Tor. Alter Finne. Der nächste Gegner mit einem Bundesliga-Team mit Müller und Aubameyang vorne drin. Gündogan auf der 10. Sehr, sehr stark sieht es aus. Aber hinten nur Hummels und Bartstuber. Und die sind langsam. Vielleicht können wir das mit unseren langsamen Stürmern ausnutzen. Oder mit Vollner. Aber Neuer ist noch da. Trotzdem war das das erste Anzeichen, dass Neuer nicht so ganz sicher ist. Das ist Daniel Bayer. Einfach mal mit links abgezogen. 25 Meter. Ungefährlich. Nein, 1-0. 20 Minuten durch. Und der Führungstreffer für den FCA. Und da sieht Neuer alles andere als gut aus. Der Ball rutscht da einfach durch. Er springt viel zu früh wie eine Bahnschranke, fällt dahin und lässt diesen Ball aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen durch. Führungstreffer also für uns. Aber dann kam Pierre-Emerick, der Blitz, Aubameyang auf der anderen Seite, macht das 1-1. Das war die erste Chance des Gegners, 26 Minuten. Ja, und das war direkt der Ausgleichstreffer. Natürlich nicht so schön. Allerdings ging es gut weiter für uns. Das ist Verhaag mit der Flanke. Bobadilla mit dem Volley 2-1. Es sieht so gut aus momentan. Es sind so schöne Tore. Es sind so klasse Tore. Es sind so wertvolle Tore. Und es sieht aus, ob wir ins Finale einziehen könnten. Allerdings kommt der Gegner wieder. Diesmal über Gündogan. 2-2. Defensiv ist es zu einfach, gegen uns Tore zu schießen und genau das ist das große Problem, aber offensiv sind wir dafür stark und das zeigte sich auch im Durchgang 2 wieder. Der aktive Vollner, der gefoult wird, wird aber nicht gepfiffen, ist egal. Ball in den 16er, Vollner tritt daneben, läuft weiter, Vollner macht das Tor. 3-2, 48. Minute und wir führen wieder. Also wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Eigentlich ist diese Szene vorbei, denn Vollner tritt hier am Ball vorbei und dann spitzelt er ihn mit links irgendwie vorbei an Neuer. Ganz, ganz klasse gemacht. Und jetzt haben wir natürlich Platz. Wir gehen in die Schlussphase. Finn Bogason versucht es nochmal. Allerdings gehalten von Manuel Neuer. Ecke von Ragnar Klavan wieder reingebracht. Da steht Daniel Bayer gerade schon erfolgreich mit links mit dem Volley. Diesmal ist Neuer aber da. Nächste Ecke, Klavan in die Mitte. Da ist Bayer. Nee, Bobadilla war es mit dem Fallrückzieher. Aber auch der ist nicht erfolgreich. Und den hält Neuer. War aber egal. 3-2 Sieg. Und damit, Freunde, stehen wir im Finale. Tatsächlich. Wir sehen hier die Änderungen. Links Philipp Max und rechts Opara als Downgrade. Und da vorne drin haben wir dann ja die Offensive komplett geändert. Stindl, Chicharito und Hakan Çalhanoğlu für Bobadilla, Finn Bogason und Halil Altintop. Wir springen rein in die Partie und das ist unser Gegner gewesen, den ihr gerade gesehen habt. Serie A-Team, erste Szene auf unserer Seite. Noch nicht sonderlich gefährlich, aber es wurde besser. Chicharito hier, der Mexikaner, mit dem Versuch aus der Distanz. Und die erste richtig gute Parade vom gegnerischen Keeper. Aber auf der anderen Seite machte der auch ein bisschen Action. Der Pfosten rettet hier für Marvin Hitz, der bereits geschlagen war. Das wäre natürlich ganz bitter gewesen. Aber es ging weiter. Stindl auf Chicharito, der im 16er die Ballrolle. Ein bisschen zu überheblich. Er macht ihn nicht rein. Und es ging weiter mit guten Chancen. Çalhanoğlu diesmal, oh mein Gott, den muss er nochmal normalerweise machen, der Türke, aber wir kriegen den Ball nicht ins Tor und das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Das ist Chicharito im 16er und auch er kriegt den Ball nicht im Tor. Und da irgendwas lief da schief und dann der Gegner mit dem Angriff über Nainggolan, das ist Juan Cuadrado und der macht das Ding direkt. Ja, aus der Distanz hitzt ein bisschen zu weit vorne und der Schuss ist hoch genug. 1-0, 33 Minuten, wir versuchten zurückzukommen. Hakan Çalhanoğlu im 16er geht in die Mitte, macht das klasse, der Schussversuch abgeblockt. Wir kamen irgendwie nicht durch, hätten wir mal lieber doch unsere drei da vorne drin gelassen. Daniel Bayer auf Chicharito, der versucht aus der Distanz und wieder eine klasse Parade. Also, ich weiß nicht, was da los war. Zweite Halbzeit, Anpfiff, Ballrollenspektakel und zwar von Lars Stindl. Eine Balle, zwei Rollen, drei, Fernschuss, Tor. So einfach kann es dann plötzlich doch mal gehen. Stindl, der ehemalige Hannoveraner, macht hier für unsere Augsburger ja das 1-1. Andere Seite, Nainggolan versucht mit der direkten Antwort nach knapp 60 Minuten, aber der Belgier scheitert und jetzt haben wir das Heft in Hand. Wieder ersten Halbzeit bereits Lars Stindl mit dem Ball auf Trochowski. Trochowski auf Stindl. Lars Stindl, er macht das 2-1. Der Held von Kopenhagen aus Hannoveraner Tagen. Hier ist er der Held in dieser Partie. 2-1 also und es ging weiter mit guten Situationen. Hernandez und den muss er normalerweise machen, aber wieder eine klasse Parade. Der Keeper, der beste Mann auf dem Platz beim Gegner, aber das Spiel war halt noch nicht vorbei. Markus Vollner, der hat diese Episode so krasse Tore gemacht und er macht noch eins! Markus Vollner, 79. Minute, die endgültige Entscheidung und der Titelgewinn für uns. Was für ein schönes Tor und immer noch war es nicht vorbei. 90. Minute, Chicharito, der geht da mit ganz viel Tempo, der Finesse-Schuss abgewehrt. Allerdings die Szene noch nicht vorbei, denn es wird rausgeschlagen und ihr seht es ist der Abpfiff. Wir gewinnen also den Goldpokal mit dem FC Augsburg.
Augsburg und das vollkommen verdiente, unglaublich starke Leistung in diesem Turnier. Nachdem wir zunächst in der zweiten Runde ausgeschieden sind, haben wir es diesmal besser gemacht. Und mein Held, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur in dieser Partie, sondern für die ganze Episode, ist nicht Lars Stindl, nein, es ist Markus Vollner. So eine kranke Karte. Ihr habt die Tore gesehen, die waren unfassbar gut. Und nur dank denen haben wir überhaupt diesen Titel gewinnen. Es sieht sehr schön aus, dieses Bild hier. Und es bringt uns ordentlich Kohle. Und deswegen gucken wir jetzt mal auf die Ergebnisse des FCA. Und da sehen wir, erstes Spiel 1.135.000, zweites Spiel 2.250.000, drittes Spiel 3.175.000, viertes Spiel 5.200.000 mit dem Bonus, ja, aus dem einen abgebrochenen Spiel und natürlich mit dem Bonus, den man nicht vergessen darf. Für den mitniedrigsten Marktwert kommen wir auf 12,4 Millionen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Es scheint so, als ob der FCA schwer einzuholen wäre. Mal schauen, wo sie am Ende in der Tabelle landen werden und wie ihr sie eventuell noch hochpusht auf ein besseres Ergebnis. Denn wie gesagt, der Gewinner, die Episode mit den meisten Likes, kriegt nochmal ordentlich Bonus obendrauf und steht am Ende vielleicht als bester Verein in FIFA 16 Ultimate Team da. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich tierisch über freuen. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Macht's gut. Haut rein. Na und ciao. Na und ciao.